Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch heute sehr herzlich von den Steinhofgründen in Wien begrüßen. Neben mir steht Robert Lösch, ein Fotograf und Canon Academy Trainer, der auch bei uns im Team der Fotoschule ist. Und wir möchten euch heute zwei Rucksäcke von F-Stop vorstellen. Einmal den Loca UL und den Dilopa, das etwas größere Modell. Und wir werden euch zeigen, worauf es bei F-Stop ankommt. Ich habe hier den Loca UL, das ist ein Ultraleicht-Rucksack mit 37 Liter. Und ihr müsst euch, wenn ihr in das F-Stop-System, wenn ihr euch einen F-Stop-Rucksack kauft, müsst ihr aufpassen. Ihr kauft wirklich in dem Fall nur den Rucksack. Diese ganzen Zubehörteile, das sind die sogenannten ICUs, müsst ihr extra dazu kaufen. Genauso wie die Regenkappe oder es gibt hier eine Zubehörtasche. Der große Vorteil am F-Stop-System ist, dass ihr könnt diese Teile beliebig miteinander kombinieren und diese ICUs passen genauso in den Rucksack vom Robert hinein. Und ich habe hier auch noch einen größeren Teil, den werden wir dann rübernehmen. Den habe ich sogar als Innenleben für einen Koffer. Das heißt, ihr seid optimal mit dem Rucksack gerüstet. Wir haben hier zugänglich von der Rückseite. Das war mir eigentlich besonders wichtig. Ich hatte vorher andere Rucksäcke, wo dann das Traggerüst immer auf der Erde liegt im Schmutz. Das war eigentlich für mich so ein absolutes No-Go. Und ein weiterer Vorteil ist, dass der Rucksack einfach sehr leicht ist. Und du hast hier oben einen großen Zip, von dem du dazu kannst zum Rucksack. Und hier noch eine Deckeltasche für Kleinteile. Ich werde jetzt einmal zeigen, wie man den Loca UL befüllt. So, ich werde jetzt einmal hier die Tasche öffnen und ich stecke hier einfach dann einmal dieses ICU rein und kann jetzt hier den Reißverschluss öffnen und dann mit dem Befüllen meiner ICU beginnen. Das ist hier die mittlere Größe. Ich habe hier noch eine kleine. Das ist zum Beispiel für Wanderungen, wenn ihr nur eine Kamera mitnehmt mit vielleicht zwei Objektiven. Und das Ganze gibt es auch noch in groß. Die werde ich aber dann der Robert zeigen. Und ich werde jetzt einmal hier ein Canon EOS R-System einpacken, das ich normalerweise so auf meinen Foto-Wochenenden mit habe. Ich habe hier eine EOS R mit dem 2470. Das passt hier wunderbar rein. Dann habe ich ein RF 15 bis 35 mm. Hier noch ein 100 mm Makro. Einen RF-Adapter und ich werde hier mal zumachen. Der Schutz geht da unten rein, das ist auch ein kleines Fach für so Sachen. Was ich sehr praktisch finde, hier dann gehen die Akkus rein. Und ich mache es immer so, wenn der Akku voll ist, habe ich hier quasi diese gelbe Abdeckung. Und wenn er dann leer ist, nehme ich die runter und gebe den leeren Akku dann auf die andere Seite. So kann ich auch mit einem Blick immer sehen, ob jetzt die Akkus geladen sind oder nicht. Jetzt werden wir hier mal die Deckeltasche befüllen. Jetzt geht hier noch mein Verbandszeug hinein. Hier geht dann hinein ein X-Ray-Chart, Ersatzbatterien, ein Fernauslöser, eine Stirnlampe,
Das hat hier so einen Sicherheitsverschluss. Und dann habe ich hier noch mein kleines Filterset. So, jetzt hätte ich hier oben noch genügend Platz, wenn ich zum Beispiel einen ganzen Tag unterwegs bin und ich möchte ein bisschen eine Verpflegung reinnehmen oder zusätzliche Bekleidung. Und ich habe auch die Möglichkeit, ein Trinksystem zu integrieren. Das würde dann hier hinten drinnen sein. Das mache ich jetzt zu. Und was ich jetzt sehr praktisch finde, in dieses Außenfach habe ich hier meine Fotohandschuhe. Und dann habe ich im Sommer auch fix eine Jacke drinnen. Das ist gerade bei den Outdoor-Wochenenden eine tolle Sache. Ich kann hier noch ein Stativ befestigen. Und bin dann für eine Tageswanderung optimal gerüstet. Ihr seht, der Rucksack sitzt sehr gut. Hier ist auch noch ein Brustgurt, den werde ich jetzt wegen dem Mikrofon nicht zumachen. Und der Rucksack ist auch optimal zu tragen. Das Material ist sehr robust und hat 1500 mm Wassersäule. Ja, so, da sind wir. Servus. Karl hat schon jetzt den Loka vorgestellt. Jetzt zeige ich euch noch den Tilopa. Ist doch ein bisschen was Größeres dann auch, mit 50 Liter Packvolumen. Ist aber vom Prinzip her eigentlich wieder das gleiche wie beim Loka. Also ich habe auch hier hinten das Rückenteil, die Polsterung, die ich aufmachen kann. Sehr angenehm, diese Hüftgurte klappt man automatisch auf die Seite, ist auch nicht von Haus aus üblich so. Dadurch kann ich aber jetzt hier innen das ganz leicht aufklappen und mir hier dieses Innenleben dann hineinstecken. Ja, und oben haben wir auch noch eine große Zugangstasche. Ein kleines Beutelchen, das wir hier auch noch haben, eben für Kleinigkeiten wie Speicherkarten, Akkus etc. Und natürlich dann den oberen Zugang zum Innenleben mit Extrafach für das Notebook und eben je nachdem, was ich für ein ICU-Pack drinnen habe, kann ich dann eben oben auch noch dann wesentlich mehr befüllen. Wenn man unterwegs ist, ist es natürlich auch manchmal ganz ratsam, dass man vielleicht doch ein bisschen was zum Trinken auch dabei hat. Dafür gibt es auch wieder zwei Platzerln. Besonders hier auf der Seite gibt es noch einen extra Reißverschluss. Das heißt, ich kann hier mein Trinkpack oder meine Flasche, was auch immer, gut hineingeben und mit dem Schlauchhaderl dann hier über diese H2O-Lasche hinausführen. Habe das Getränk immer gut gesichert und kann natürlich beim Gehen direkt daraus trinken. So, ja, so schaut das Nockerdeckstell aus. 1,9 Kilo in etwa haben wir, ist in etwa 60 cm hoch. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir es befüllen. Fangen wir mal an mit dem ICU Large. Da gibt es vier verschiedene Größen. Es gibt das Large, dann gibt es noch das X-Large. Da ist dann der Rucksack komplett voll, da kann man halt dann oben nichts mehr drauf geben. Deswegen bevorzuge ich das Large. Dann gibt es noch ein kleineres und ein ganz kleines, also Medium und Small.
mal kurz zum Reinschauen. Ich habe das natürlich schon in feinster, ordentlicher Manier komplett durcheinander bestückt. Da sind ein paar Kameras drinnen, ein paar Objektive. Eine kleine analoge ist natürlich auch dabei. Gehört einfach dazu. Ja, und das gute Stück geben wir jetzt ganz einfach, genau wie beim Loka, am besten über diese Zugangstasche hier oben hinein. So, das ist nämlich genau dafür ausgemessen, dass sich das ganz fein da hinein ausgeht. So, wenn man jetzt von oben reinschaut, sieht man, da ist noch ein bisschen Platz. Ne? Da kommen wir gleich dazu. Vorher noch, schauen wir mal, wie es jetzt da drinnen ausschaut. Na schau, da haben wir jetzt den Zugang zu unserer Innentasche. Es ist alles doppelt und dreifach abgesichert jetzt. Und wenn ich den zweiten Deckel aufmache, habe ich hier alles wieder griffbereit. Wenn ich ganz gern ein bisschen schneller zu den Sachen drankomme, muss ich zugeben, lasse ich diesen zweiten Deckel immer offen. Ich stopfe ihn halt nur rein. Das funktioniert ausgezeichnet. Und mache dann hier einfach den Rückenschutz wieder zu. Nun, wie gesagt, wir haben hier noch ein wenig Platz. Was machen wir damit? Kleines Notebook, 17 Zoll, bringt man so leicht nicht überall hinein. Man sieht, selbst das Riesendrum, das passt ganz gemütlich rein. Hat halt auch ein Gewicht, das Teil. Muss ich zugeben, mein Notebook ist relativ schwer. Vor allem aber, auch aufgrund dessen, was ich hier drinnen habe, alles. Das ist die Accessory Pouch, also Zubehörtasche namens Gargoyle. Gibt es auch wieder in verschiedensten Größen. Das ist jetzt die ganz große. Warum habe ich die ganz große genommen? Ganz einfach, weil ich immer mein Notebook mitschleppe. Wenn ich es in der Mitte aufmache, dann habe ich hier einmal mit einem Gitter versehen eine Seite. Die ist ein bisschen flacher, die ist sehr gut für zum Beispiel den Color Checker von X-Rite oder verschiedenste externe Festplatten und auch meine Computermaus. Und auf der anderen Seite, wo ein bisschen mehr Platz ist, ist dann der ganze Strom versteckt sozusagen. Ne? Jetzt ein bisschen weniger drin, sonst habe ich noch einige Akkus auch manchmal dabei. Oder andere Ladegeräte auch noch. Aber das ist unglaublich. Vorher habe ich eigentlich eine ganze Notebook-Tasche gebraucht, nur für den ganzen Kabelsalat. Und jetzt ist das so klein, fein in einem Taschel verpackt. Und ihr werdet es schon vermutet haben, es passt haargenau da rein. Dann zu mit dem Ding. Und wenn wir es zumachen, dann sind wir eigentlich schon recht gut unterwegs. Was fehlt jetzt da vorne noch? Natürlich ein schönes Stativerl. Da haben wir was Nettes, Kleines. Dazu hier vorne diesen Reißverschluss öffnen. Hier den Gurt öffnen. Und dann kann man es da einfach schön eingeben, dass es nicht runterfällt. Und hier mit dem Gurt wieder verschließen. Und dann ist das super gesichert. Fliegt nicht umherum, wackelt nicht. Und wer jetzt immer noch wesentlich mehr Objektive dabei hat, als wieder eine passt, oder auch noch andere Sachen wie ein Schlafsack oder was der Teufel was alles. Ich habe hier noch einen Haufen Gurte, Bänder, Schlaufen, wo man auch noch zusätzliche Gurte befestigen kann oder einfach auch Objektiv tauschen.
mache ich ganz gern, dass man zum Beispiel für 70-200er die Taschen hier einfach einfadelt. Und dann war's das schon. Dann muss man das ganze Gewicht halt nur noch irgendwie in die Höhe stemmen, weil das ist, lässt sich extrem dicht packen alles. Ja. Dann natürlich wieder mit dem Hüft- und dem Brustgurt gut verbinden. Und dann kann man schon Liegestütz machen gehen. Ne? Und versuchen nicht umfallen, wenn man geht. Ja, ist schon eine ganz schöne Bandbreite, die wir jetzt nur wir zwei da haben. Gibt natürlich noch wesentlich mehr. Was allerdings halt zu bedenken ist, nachdem das ein Modulbausystem ist, muss man sich natürlich auch die Einzelteile selbst zusammenstecken. Es gibt verschiedenste Pakete, die man auch erwerben kann im Online-Shop. Allerdings muss man bedenken, dass eben zum Beispiel jetzt die Rucksäcke wieder eigene Produkte sind und man halt das Innenleben dann individuell dazu selbst, also die Einzelteile selbst dazu kaufen muss. Sprich, ich habe jetzt, ich habe mir bestellt gehabt den Tilopa, dazu das ICU in der Größe Large und diesen Gargoyle Accessory Pouch. Das sind drei Produkte, die ich separat bestellen habe müssen. Wenn ihr die F-Stop-Rucksäcke sehen möchtet, gibt es in Wien einige Fotohändler, wie zum Beispiel United Camera oder Foto 15. Da sind sie auch ausgestellt. Ihr könnt sie natürlich auch über die Webseite von F-Stop direkt bestellen. Und wir werden euch dann noch vielleicht ein paar andere Quellen verlinken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch einmal bei einem Workshop auch in Wien begrüßen könnten.